So, hier ist meiner, mein Inverter, den ich habe. Der einfachste Inverter, den es gibt, 600 Watt. Ich würde euch empfehlen, ungefähr nicht mehr als 400 Watt zu nehmen. Immer nicht bis zur, bis zur Lastgrenze nehmen. Die gibt es aber jetzt auch schon für 1000 Watt. Ich habe damit persönlich gute Erfahrungen gemacht. YouTuber Lars hat damit gute Erfahrungen gemacht. Und es ist günstig, es kostet so um die 70 Euro. Also ist sehr günstig. Haben wir 70 Euro für die für diese Teil. Ich zeige euch mal, was wir jetzt noch brauchen. So. Also. Ja, ich bin den ersten Tag wieder im Garten heute. Da oben seht ihr meine Solarpaneele. Die habe ich einfach mit dem Ikea, so ein, gibt so eine, wie ihr da hinten seht. Seht ihr, das sind so eine, wo man, früher hat man die so als zum Tischlern genommen und so. So eine Böcke, die kann man einfach umlegen und dann kann man zwei Stück darauf auflegen, ist ja ganz gut. Die seht ihr hier. Also ich habe das nur mit so einem Ikea-Block gemacht und schiebt es manchmal hin und her, also je nach Sonnenlage, im Sommer ein bisschen weiter nach da, ein bisschen nach da, habe ich natürlich auch Verluste. Da kann man auch alles besser machen, weiß ich genau. Aber ich will keine Arbeit haben. Ich will einfach bloß, die sind oben. Wenn ich merke, die Sonne steht woanders, zum selben Punkt, Zeitpunkt, sagen wir mittags, ihr richtet am Mittag diese Dinger aus, die Solarpaneele, dann reicht es vollkommen aus. Also für mich persönlich. Ihr könnt natürlich, wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr auch mit Technik ohne Ende, man kann immer alles machen. Aber das ist basic. Für mich reicht das hier vollkommen aus. Ich habe vorher ja über 150 kW gespart, obwohl ich die Anlage wissen, drei, vier Monate dran hatte. Also lohnt sich. Ja, und da haben wir das schöne Teil. Das ist ein China-Inverter, 600 Watt. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. YouTuber Lars hat gerade gute Erfahrungen gemacht. Er hat gerade ein Video rausgebracht über den Vergleich und ist begeistert. Jetzt selbst bei minus 16 Grad funktioniert er bei ihm. Kann ich nur empfehlen. Ihr könnt natürlich die Dreifache und Vierfache ausgeben für sonst wie. Aber die geht es ja um günstig. Ich will jetzt sparen. Das bedeutet, hier habe ich 0,4er Kabel. 0,4er Kabel reicht bis 600 Watt, kommt vollkommen aus, macht es nicht zu dick. Ich habe leider zu dick gekauft gehabt, ich habe zuerst 0,6 gehabt, bringt nur Ärger, hast du keine Vorteile. Okay, die braucht man einfach bloß anbringen, hier angeschraubt, dann macht man das Teil in die Steckdose und fertig ist der Lack. Könnt ihr bis 600 Watt, könnt ihr die brauchen. Ich persönlich, wie gesagt, 400 Watt, empfehle 400 Watt, die gibt es jetzt auch schön für 1000 Watt. Könnt ihr gucken, wie ihr wisst, 600 Watt sind erlaubt, aber meldepflichtig. Denkt dran, weil ihr den Satz da unterschreiben müsst, mit dem, dass ihr darauf verzichtet, auf Profit. Weil das gehört ja, wir müssen ja die armen Stromanbieter damit versorgen. Die sind ja wirklich so arm. Okay, also, das ist meine Solaranlage. Ganz einfach erklärt, ganz fix. Wer nicht viel Henke-Mentenke will, holt sich die Solarpaneele, ob nun. Ob er die sich holt bei Kleinanzeigen, ob er sich hier holt bei dem Anbieter, wo ich so hole, weil da habe ich den Vorteil, die sind sehr günstig. 50 Euro für so ein 100 Watt Panel kann man nicht mehr sagen. Wie gesagt, für 165, 99 Euro, also kann ich nur empfehlen. Gut, also das ist es. Mehr braucht ihr nicht für eine Solaranlage. Die schließt ihr an, ihr habt denn keine Informationen. Ihr könnt natürlich dann gucken auf euren wieder von Zeitpunkt zu Zeitpunkt, 24 Stunden, könnt ihr gucken, wie viel ihr weniger verbraucht. Aber macht nicht zu viel. Ich brauche 1,4 kW und habe jetzt 1 kW. Werde das jetzt noch aufstocken, weil je mehr Strom ihr jetzt in dieser Variante, also mit Inverter nutzt, je mehr Strom ihr nutzt, schenkt ihr den Stromanbieter, habt ihr nichts von, braucht ihr nicht machen. Das ist sinnlos verschenktes Geld, wenn er jetzt 100 Watt Paneele extra kauft, nur um das dann den Stromanbieter zu schenken. Denkt dran, einfach die gleichen Mengen. Ich wünsche euch was und rauf und runter, immer munter. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao. Tell me, tell me, tell me pretty lies. Look me in the face.
tell me that you love me.